So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Die dritte heute, schon wieder. Und hier vor mir seht ihr ein Terrakium. Darauf haben wohl viele gewartet. Wir werden uns jetzt mal hinter den Markt bzw. hinter das Gebäude schleichen. Das sind nämlich, glaube ich, Bänke und Tische, wo man sich gemütlich hinchillen kann. 14 Minuten ist es noch da. Es ist 49. Für 50 habe ich den Raid angesetzt. Jetzt ist das Problem, auf dem einen Handy habe ich 5 Leute geaddet. Die haben auch alle 5 angenommen. Auf dem anderen habe ich 5 Leute geaddet. Und der letzte von den 5 hat angenommen. Die ersten 4 haben noch nicht angenommen. So wie es aussieht, wird es also die schwächste Runde. Jetzt konnte ich da natürlich keine Punkte dran machen. Jetzt muss ich gucken, ob ich die ganzen Namen aus dem Gedächtnis habe und die einladen kann spontan. Ich schmeiß mich jetzt hier irgendwo hin. Keine Ahnung. Sieht doch gut aus, oder? Alles ist grün. Da drüben stehen Bänke oder Tische, irgendwas. Ich muss jetzt hier irgendwie reinkommen. Dann versuchen wir, die schnell einzuladen. Und was ich jetzt gesehen habe, diese befristete Forschung zu dem Pokémon Home Event ist ja auch da. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, was man da machen muss. Könnten wir theoretisch aber heute Abend machen in der Spotlight-Stunde. Wir streamen ja ab 18 Uhr die Spotlight-Stunde sowieso wieder. Da können wir die Aufgaben nebenbei ja machen. Jetzt einfach die Raids. Jetzt kletter ich hier irgendwie drüber. Pflanz mich hier hin. Hier sieht es doch herrlich aus, oder? Guckt euch das doch mal an. So muss das aussehen. Jetzt noch die Handys auspacken. Alles vorbereiten. So, wir öffnen jetzt die Lobby. Wir gehen mal hier auf die Arena drauf. Und wie gesagt, bei dem einen kann ich einfach einladen. Nach den Punkten bei den anderen muss ich wieder schauen. Der Zitronenlord hat gerade noch angenommen. Generalkuchen müsste dann auch dabei sein. Wir schauen mal. Hier haben wir Kurlidida, Diegeldaba, Genaya, Killanoob und Sobbesdodla. Hier habe ich TLGD. Und die restlichen muss ich mir jetzt hier aber raussuchen. Sortiert natürlich nach Freundschaftslevel. Generalkuchen ist dabei, genau. Lurox ist dabei. Nilu ist dabei. Zitronenlord ist dabei. Den kann ich nicht mehr andrücken, weil ich welchen? 1, 2, 3. Hä? Ich hab doch hier nur. Verstehe ich nicht. Ich habe einen eingeladen und 3 angeklickt, aber den 4. darf ich nicht anklicken, also keine Ahnung, was es wieder macht. Jetzt steht wieder da, dass ich noch einen einladen darf, was ich ja eben eigentlich schon gemacht habe. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welchen ich jetzt vergessen habe. Wir drücken hier nochmal auf den Nilu drauf, versuchen den noch reinzuschmeißen. Und wir haben hier hauptsächlich Psycho, Boden, Kampf, hier hab's, Boden, Kobalium, es schmeißt ein Kobalium rein gegen Terrakium, okay, warum nicht? Hier ist auch Wasser dabei, hier habt ihr auch wieder Psycho, Stahl, alles mögliche, Boden, Groudon, bei 16 Leuten. Da braucht man eigentlich, wie gesagt, wieder nicht auf die Konda achten, dann schmeißt man einfach alles drauf. Das sind die ganzen Roten von mir, Michas ist auch wieder drin, also ansonsten Killanoob, Kurli, Genaya, Sebestodler, Diegeldaber, Hullemulle, Hullehummel, keine Ahnung wer das ist, und der TJ, also der Michas hat sich überall reingeschlichen und ein paar Leute waren jetzt wirklich bei jedem Raid dabei, Glückwunsch natürlich, schade an die, die es nicht reingeschafft haben, oder schade an die, wo das mit den Einladungen auch nicht so hinklappt. Vorhin habe ich auch einen eingeladen, der hat direkt dann nach dem Raid geschrieben, dass er auf die Einladung draufgegangen ist und dann hat es ihm wohl eine Fehlermeldung angezeigt, er konnte dann nichts mehr machen. Kann ich natürlich von meiner Seite aus hier nicht beurteilen. Früher war das wie gesagt anders, da hat man zusammen an den Raids gestanden und wenn jemand Probleme hatte und gesagt hat, ah, ich bin rausgeflogen oder so, dann ist man natürlich nochmal raus, dann hat man für den extra nochmal eine Lobby gemacht. Mittlerweile, wenn man rausfliegt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man trotzdem einfach in dieselbe Lobby wieder rein kann und der Kampf läuft weiter und man kommt nicht in eine neue Lobby. Wie das jetzt anders ist, wenn sich das komplett aufhängt und eine Fehlermeldung kommt und man gar nicht erst sozusagen
wirklich in dieser Lobby drin war, weiß ich natürlich nicht. Meine Erfahrungen sind aber, sie haben es dahingehend gut verbessert, dass wenn ihr jetzt bei Kampfbeginn rausfliegt, der Pass natürlich nicht verschwendet ist, ihr den Pass immer noch habt, aber trotzdem, obwohl ihr den Pass noch habt, in diese Lobby wieder mit eintreten könnt zu diesem aktiven Kampf. Jetzt drücke ich wieder fix durch. Wir müssen nämlich mal schauen, vielleicht haben wir hier ja nochmal einen 100er dabei oder ein Shiny. Vorhin zwei Shinies, dann ein 100er und ich sehe, es hat sogar Wetterboost. Oh, das ist natürlich brutal. Jetzt muss ich extra nochmal gucken, wenn es Wetterboost hat, wie viel da der Wert ist. Wir haben vorhin den normalen Wert gehabt, die anderen zwei waren auch normal. Das hat jetzt Wetterboost, weil es ist ein bisschen bewölkt natürlich, wolkig. 26... 41, okay, also über 26 wäre natürlich cool. Wir haben hier 25, 94, 26, 16, 25, 99, 25, 74, 25, 98 und der Große bleibt übrig. Den Großen werden wir jetzt drauf machen. Beim Großen wollen wir es jetzt auch direkt fangen. Wie gesagt, für mich Terrakium immer noch das Coolste von den dreien. 25,94, okay, ist nicht das Schlechteste, ist nicht das Beste. Nehmen wir trotzdem mal mit, haben wieder 20 Bälle. Bei dem wäre ich mir sogar ziemlich sicher und würde eigentlich auch mit auf doppelte Bonbons gehen, wenn wir einmal dabei sind. Nehme ich aber silberne, von denen habe ich nämlich so viel, 90 Stück. Die goldenen habe ich in letzter Zeit immer weggeschmissen. Der Kreis muss noch ein bisschen kleiner, dass der auf einfach fabelhaft trifft. Ja, ungefähr so könnt ihr das hinhauen. Ihr müsst nur in den Kreis treffen. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Der schlechteste Fänger auf ganz YouTube. Mit niedrigem Akkustand auch noch zusätzlich. Wir warten mal, bis er angreift. Ja? Dann ein bisschen Schwung reingelegt, dann habt ihr schon den einfach fabelhaften. Also im Gegensatz zu Lugia, finde ich, kann man das hier wirklich gut nutzen mit dem Fangtrick. Ihr müsst halt wirklich euren Kreis einstellen. Curvt nicht zu viel rum. Macht einfach hier zwei Schlängerer wie eine 8, 1, 2 und werft. Ihr könnt auch einen Schlänger machen und werfen für noch mehr Style und noch eleganter. Könnt ihr es ja mal zeigen. Also diese zwei Schlängerer im Gegensatz zu dem einen. Ihr habt das ja vielleicht gerade beobachtet. Manche stehen halt wirklich die ganze Zeit da und drehen und drehen und drehen und warten und warten und warten und irgendwann, wenn er angreift, schießen sie den Ball mal raus. Aber ihr braucht euch gar nicht so viel Mühe machen. Das waren jetzt wieder zwei. Eins, zwei und dann loslassen. Und ihr könnt euch sogar diese zweite Umdrehung sparen, ja? Indem ihr nämlich einfach den hier macht, sobald er angreift. Einmal hoch, einmal runter und dann weg. Wupp. So einfach geht's, oder? Werft ihr auch immer so, schreibt's mal in die Kommentare. Bevor ihr zweimal den macht, macht ihr einfach nur so und werft direkt, also... Ich weiß nicht, ob euch das Lebenszeit spart oder ob das übelste Lifehack ist. Müsste Bisa-Fan gleich wieder ein neues Video draus machen. So spart ihr Zeit beim Fangen, wenn ihr statt einmal zweimal curvt, statt zweimal einmal oder die halt wirklich dastehen, die ganze Zeit halt wirklich so machen und wühlen und wühlen und wühlen und warten, bis der klein ist und dann sagen, jetzt werfe ich. Und dann treffen sie nicht, ne? Das kann man natürlich auch machen. Wir wollen aber warten, bis er angreift und dann einfach draufschmeißen. Ja, hüpf. Es ist halt wirklich der einzigste, der gefährlich aussieht, oder? Die anderen sind so zierlich, aber der ist einfach so breit und brutal. Der hat auch so einen grimmigen Blick drauf. Finde ich genial. Viele haben gesagt, das Shiny ist zwar komplett hässlich, aber es ist halt bunt. Es ist halt sehr farbenfroh, sehr prächtig. Trotzdem nimmt man den gerne mit. 14, 10, 14 hat er auch hier, auch mit Katapult, 281 Bonbons. Wir könnten also direkt eins maxen, wenn wir ein gutes fangen. Ich weiß nicht, was das Beste ist, was ich habe. Wir können mal kurz reingucken. Nach WP sortiert natürlich 26, 26 wäre hier ein 96er, hat aber keine 15 Angriff. Und von den kleinen, ich habe gar kein kleines. Ich glaube, das ist das Gute bei Terrakium gewesen. Egal welchen Terrakium-Raid ihr gemacht habt, der war eigentlich fast immer wettergeboostet. Ihr seht ja,
teilweise bewölkt. Das kommt immer zu Jahreszeiten im Herbst, wenn sowieso es immer bewölkt ist. Normal Gestein geboostet. Also wenn ihr einen nicht geboosteten Terrakium Raid hattet, schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube wirklich, dass 90% aller Terrakium Raids von Haus aus geboostet sind durch das Wetter. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir fangen jetzt noch bei den anderen, melden uns dann zurück, sind heute Abend in der Raid-Stunde wieder da im Stream. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt mal eure Ausbeute rein und ob ihr hier dabei wart, ob ihr kommentiert habt, aber der Beitrag nicht da war. Ich weiß nicht, was mit YouTube momentan los ist. Wenn ich es weiß, sage ich es euch. Ansonsten müssen wir gucken, wie wir das die Tage machen mit den Community-Raids, dass wir die irgendwie anders posten oder vielleicht doch wieder bei Discord mit dem Raid-Bot. Könnt ihr ja auch drunter schreiben, wie ihr das machen möchtet. Ich höre ja immer gerne auf euer Feedback. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.